Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Typisch Deutsch. Ja, heute bin ich wieder in meinem Atelier. Ja, ist ein bisschen chaotisch hier. Ich habe hier ziemlich viel unfertige Bilder herumstehen, die ich noch weitermalen möchte. Und heute möchte ich euch gerne einen Künstler vorstellen. Ich stelle euch einen Künstler vor, einen deutschen Künstler, der aber eher nicht so bekannt war. Ich finde es auch ja, interessant, mal Künstler kennenzulernen, die vielleicht nur wenige Leute kannten, aber dennoch waren diese Künstler ja teilweise sehr gut. Einen dieser Künstler stelle ich euch heute vor. Er heißt Hans Jenisch. Er hat gelebt von 1907 bis 1989. Und was ich sehr interessant finde bei diesem Künstler, er hat keine akademische Ausbildung. Das heißt, er hat Kunst nicht studiert, im klassischen Sinne. Also dieser Künstler war nicht an einer Akademie, an einer Kunstakademie, sondern er hat es sich sozusagen selbst beigebracht. Also er hat sich an anderen Künstlern orientiert, sich Bilder und auch Skulpturen angeguckt. Und ja, sozusagen selber studiert, also sich selber Sachen beigebracht durch Ausprobieren, durch Beobachtungen und so weiter. Und weil er am Anfang eben noch nicht so sicher war im Zeichnen und im Malen und eben diese klassische akademische Ausbildung nicht hatte, hat er angefangen, ganz, ganz kleine Zeichnungen zu machen auf einem ganz kleinen Format. Und davon zeige ich euch jetzt mal zwei, die ich sehr interessant finde und erstaunlich finde, ja, wie stark sie wirken, trotz ihrer Größe, ihrer kleinen Größe. Also eins der Bilder, der Zeichnungen, das ist Bleistift auf Papier, es heißt Fischerboote, es ist 17,5 mal 9,5 Zentimeter, 9,5 Zentimeter, also weniger als 10 Zentimeter breit. Und das ist diese Zeichnung, ich halte es euch mal in die Kamera. Also eine Bleistiftzeichnung. Ich finde sie sehr interessant, wenn man genau beobachtet, wie genau und wie, ich halte es mal ganz nah ran, ja, wie genau er doch mit Bleistift umgegangen ist, auf einem winzig kleinen Format. Und ihr könnt vielleicht ja, die Fischerboote erkennen, die er abstrahiert hat, also vereinfacht hat. Es ist eine sehr grafische Zeichnung, sehr linear. Und er hat einige Schattierungen, wenn man genau hinguckt, vorgenommen. Also er hat Abstufungen der Grautöne mit dem Bleistift vorgenommen. Interessant auch die Zahlen, die er noch reingeschrieben hat. Ja, okay, eine der kleinen Zeichnungen. Eine weitere kleine Zeichnung, die ich auch sehr schön finde, ist diese hier. Sie heißt Vase mit Blumen. Ah, ich halte es mal hier hin. Vase mit Blumen. Vase mit Blumen, also auch das wieder eine kleine Zeichnung. Ich muss gerade mal gucken, wie groß das Blatt ist. Das ist ein bisschen größer, 19,1 cm in der Höhe und in der Breite nur 13,5 cm. Also auch wieder sehr klein. Es ist von 1927, nochmal 1927. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Kubismus. Also die Aufteilung eines Bildes in kubische, in geometrische Formen. Ups. Einer der großen Künstler des Kubismus war natürlich Picasso. Er hat den Kubismus entwickelt mit einem anderen Künstler, der Georges Braque heißt. Und diese Zeichnung ist auch kubistisch angelegt. Wenn ihr mal guckt, sie ist also aufgesplittet, aufgegliedert in einzelne kleine, ja, kubistische Formen, in geometrische Form. Ich gehe nochmal ganz nah ran, da kann man es vielleicht besser sehen. Okay, viele Dreiecke sind drin und auch wieder, wenn man genau hinguckt, die Dunkelheiten gerade hier in der Mitte, dann geht er über in Grautöne hier und bis zum ganz hellen Ton. Alles mit Bleistift auf einem sehr kleinen Format und meiner Meinung nach eine große Wirkung.
Ja, also er hat mit kleinen Formaten angefangen, dann hat er auch kleine farbige Zeichnungen gemacht, also nicht nur im Bleistift, er hat die Farbe dazu genommen. Und das ist zum Beispiel eine Zeichnung, die ist 12,3 mal 9,1 cm, also wieder sehr, sehr klein. Das ist diese hier. Okay. Später dann wurde er großformatiger in seinen Bildern. Ich gucke gerade mal, was ich da für euch habe. Ach ja, hier zum Beispiel ist ein Bild, da hat er dann gemalt, auf Pappe, nicht auf Leinwand. Er hat auf Pappe gemalt, mit Gouache, das ist eine Wasserfarbe. Dieses Bild ist auch noch nicht sehr groß, aber schon im Vergleich zu den Zeichnungen eine ganze Ecke größer. Und zwar hat es 32 mal 40 cm und es ist ein Stillleben. Ein Stillleben. Ein Stillleben ist also etwas, was man sich auf den Tisch legt, was sich nicht bewegt, also und auch keine Landschaft ist. Also wenn der Maler sich ein paar Gegenstände auf einen Tisch legt oder auf den Boden legt und diese Gegenstände bewegen sich nicht, dann ist es ein Stillleben. Okay. Es gibt des Weiteren noch die Landschaftsmalerei, das werde ich euch nochmal erklären, und auch die Porträtmalerei. Auch dazu werde ich euch in einem anderen Video einige Beispiele zeigen. Ja, und dann noch ein Bild, was ich auch sehr schön finde. Es ist ein Bild in der Technik Ölfarbe. Was Ölfarbe ist, habe ich euch in meinem anderen Video gezeigt, wo es um die Materialien eines Künstlers geht. Es ist verlinkt, ihr könnt es euch sonst nochmal angucken oder falls ihr es noch nicht gesehen habt, euch angucken. Also Öl auf Leinwand, und das Bild ist 45 mal 60 cm groß und es heißt Seevögel. Seevögel 2, auch dieses zeige ich euch. Seevögel 2 von Hans Jenisch. Ja, das war ein kleiner Einblick. Er hat natürlich viel, viel, viel mehr Bilder gemalt, aber so ein kleiner Einblick ja, wie ein Künstler, der nicht sehr berühmt ist, aber für sich eher im Stillen gearbeitet hat und ohne akademische Ausbildung doch meiner Meinung nach sehr schöne und gute Kunst geschaffen hat. Ich werde euch im nächsten Video auch eine Künstlerin vorstellen, die bekannter ist als Hans Jenisch, aber dass wir auch mal eine Frau in der Kunst durchgehen. Ja, für heute war es das. Bis bald. Ach so, und wenn ihr Lust habt und euch für Malerei interessiert und ihr habt vielleicht einen Wunsch, über was ich noch in der Kunst reden soll, vielleicht auch mal über einen Bildhauer oder über eine bestimmte Technik, ja, hinterlasst mir gerne einen Kommentar mit eurem Wunsch und ich versuche, ein Video davon zu machen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss!